Sie sind extrem verschwiegen und agieren im Verborgenen. Angeblich verfügen sie über uraltes Wissen, das sie in mysteriösen Ritualen weitergeben. Geheimbünde. Seit Jahrtausenden gibt es die diskreten Gesellschaften. Ihre Mitglieder sind mitten unter uns. Überall. Ihr Einfluss reicht bis in die höchsten Sphären der Macht. Kaum ein Ereignis, bei dem sie nicht ihre Finger im Spiel gehabt haben sollen. Zahllose Verschwörungstheorien ranken sich um diese geheimen Bünde. Was aber daran ist wahr? Und was ist reine Fiktion, erschaffen von Erfolgsautoren wie Dan Brown? Wer mehr über die dunkle Parallelwelt der geheimen Bruderschaften erfahren will, braucht gute Verbündete. Professor Marian Füssel folgt den Spuren der einflussreichsten und verschwiegensten Bruderschaften rund um den Globus. An seiner Seite Dr. Hermann Schüttler aus Gotha, sein Fachgebiet, die legendären Illuminaten. Und Dr. Andreas Hensen, Archäologe an der Universität Heidelberg, mit besonderem Interesse an antiken Mysterien. Eine Elite-Universität an der Ostküste Amerikas. Jedes Jahr im April findet hier ein merkwürdiges Ritual statt. Tap Night, die Nacht der Auslese. Für 15 Studenten wird sich das Leben grundlegend ändern. Neophyt! Der Ausgang dieser Nacht ist entscheidend für seine Zukunft. New Haven im Bundesstaat Connecticut, Heimat der altehrwürdigen Yale-Universität. Wer hier studiert, gehört bereits zur Elite des Landes. Und wie an vielen amerikanischen Universitäten gibt es auch hier studentische Geheimbünde. Marian Füssel ist dem wohl berühmtesten auf der Spur. Seit der Gründung im Jahre 1832 haben die Skull and Bones, der Schädel- und Knochenclub, die Aura des Geheimnisvollen perfekt bewahrt. Das ist sicher eine der zentralen Fragen. Wie schafft es diese Gruppierung, so wenig preiszugeben? Gerade heute in einer Mediengesellschaft, wo viele Leute sehr mitteilsam sind, ist es auffällig, dass man über ihre tatsächlichen Praktiken, ihre Rituale, auch ihre Mitgliedschaften heute wenig weiß. Das ist insgesamt ungewöhnlich und reizt natürlich zu Nachfragen. Das Wenige, was bisher durchgesickert ist, lässt vermuten, dass es bei dem Aufnahmeritual auch um Einschüchterung geht. Die Neophyten oder Neuerwählten müssen strikt gehorchen. Tritt morgen Abend zur vereinbarten Zeit unten aus dem Harkness Tower und geh auf der High Street nach Süden. Du darfst weder Metall, noch Schwefel, noch Glas am Körper tragen. Nimm das rechte Buch in deine linke Hand und klopfe dreimal ans heilige Tor. Behalte gut, was du hier gehört hast, aber schweige still. Es ist eine schwerwiegende Entscheidung, denn ein Bonesman, wie sich die Mitglieder des geheimnisvollen Ordens selbst nennen, bleibt man für sein ganzes Leben. Nur wenige haben versucht, hinter die Geheimnisse des düsteren Clubs zu kommen und haben sich dabei unter den Mitgliedern keine Freunde gemacht. Alexander Robbins hat selbst in Yale studiert. Die Skull and Bones waren während ihres Studiums allgegenwärtig, doch bei den Recherchen für ihr Buch stieß sie schnell an Grenzen.
Ich habe mit mehr als 150 Mitgliedern gesprochen, aber mehr als doppelt so viele haben mich angeschrien, belästigt oder einfach aufgelegt. Sie wollen einfach nicht darüber sprechen, was im Inneren des Ordens geschieht. Einige haben mir sogar gedroht. Das hat mir zwar Angst gemacht, andererseits hat es mich weiter angespornt, herauszufinden, was es an dieser Organisation so zu schützen gilt. Tatsächlich agiert der Bund heute noch mehr im Verborgenen als in der Vergangenheit. In der Bibliothek der Universität werden die Unterlagen aus den Gründungsjahren der Skull and Bones aufbewahrt. Die Dokumente sind frei zugänglich. Sie enthalten sogar unzählige Fotografien. Auf ihnen entfaltet sich eine Welt voll sonderbarer Bräuche und Rituale. Sie alle gehen auf den Gründer des Geheimbundes zurück, einen Mann namens William Huntington Russell. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Russell ein Studienjahr in Deutschland verbrachte. Nach seiner Rückkehr im Jahre 1832 gründete er die Skull and Bones. Manche behaupten, die Zahl 322 im Logo nehme auf das Jahr 1832 Bezug. Andere erklären es als eine Erinnerung an den griechischen Redner Demosthenes, der im Jahr 322 starb. Was davon stimmt oder ob es sich lediglich um eine sogenannte Logennummer handelt, kann auch Alexandra Robbins nicht sagen. Die Ausgestaltung der Gruft, wie das Hauptquartier des Geheimbundes genannt wird, macht jedoch deutlich, dass der Tod bei den Bonesmen eine wichtige Rolle spielt. In dem Gebäude reihen sich Skelette und Schädel aneinander. Es ist wie eine Todessehnsucht. Der Grund dafür steht in der Gruft geschrieben. Momento Mori, denke daran, dass du sterben musst. Die Bonesmen tun so, als seien sie etwas Besseres als die anderen. In den vergangenen Jahrzehnten haben es viele aus der Gruft in die höchsten Ränge von Politik und Gesellschaft geschafft. Skull and Bones ist ein Netzwerk der Macht, zu dem auch George W. Bush und sein Vater George Herbert gehören. Als 2004 John Kerry gegen Bush Jr. kandidiert, kämpfen gleich zwei Bonesmen um das Amt des mächtigsten Mannes der Welt und verraten nichts über den geheimen Bund. Not much, because it's a secret. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. Nur wenig ist bisher an die Öffentlichkeit gedrungen. So gehen die Uhren in der Gruft alle um 5 Minuten vor und angeblich werden sowohl der Schädel des berühmten Indianerhäuptlings Geronimo als auch Teile des Essbestecks von Adolf Hitler in ihr aufbewahrt. Im Hollywood-Film Der gute Hirte geht es um die engen Verflechtungen zwischen dem amerikanischen Geheimdienst und der studentischen Bruderschaft. Das hier gezeigte Aufnahmeritual soll genau dem bei Skull and Bones entsprechen. Es dient dazu, das neue Mitglied unverbrüchlich an den Orden zu binden. Der Neuling, gespielt von Matt Damon, muss seine intimsten Geheimnisse mit den Bonesmen teilen. Es war kein Unfall. Mein Vater hat sich umgebracht. Anders als bei der kirchlichen Beichte wird jedes Detail dokumentiert. Durchaus pikant, wenn es dabei um die Geheimnisse von Männern geht, die später höchste Positionen einnehmen. Die Protokolle sind das geheime Rückgrat der Bruderschaft. Durch die Offenbarung von sehr vielen persönlichen Geheimnissen, persönlichen Schwächen vielleicht auch,
übten natürlich dieser Bund Macht über die Mitglieder aus. Also sie wissen etwas, es ist tatsächlich dann ein Geheimwissen in dieser Gruppe, mit dem sie etwa einem, der ausscheiden will oder im Zorn geht, schaden könnten. Wer sich hingegen an die Regeln hält, kommt voran. Die Präsidenten William Howard Taft und George W. Bush, Außenminister John Kerry, Präsident George Herbert Walker Bush sowie die Wirtschaftsmagnaten Henry John Heinz und Percy Rockefeller. Sie alle begannen ihre Karriere in der Gruft. Aber Skull and Bones ist bei weitem nicht die einzige Geheimgesellschaft, der zugetraut wird, die Geschicke der USA zu lenken. Das Zentrum der stärksten Militärmacht der Welt provoziert Spekulationen über geheime Strippenzieher wie kein anderer Ort. Marion Füssel ist nach Washington gereist, um einem hartnäckigen Gerücht nachzugehen. Angeblich soll schon bei der Gründung der Vereinigten Staaten ein Geheimbund die Finger im Spiel gehabt haben. Steht die größte Militärmacht der Welt unter der Kuratel einer verschworenen Gemeinschaft, wie in vielen Internetforen spekuliert wird? Ein Indiz finden Verschwörungstheoretiker im Staatssiegel der USA. Es zeigt rätselhafte Symbole. Der Wahlspruch lautet Novus Ordo Seclorum, übersetzt Neue Ordnung der Zeiten. Und so steht es heute auf jedem einzelnen Ein-Dollar-Schein. Millionenfach werden die Noten täglich in die Hand genommen, aber kaum jemand weiß, für was all die geheimnisvollen Zeichen eigentlich stehen. Seit seiner Gründung im Jahre 1862 ist das Bureau of Engraving and Printing für das Design der amerikanischen Währung verantwortlich. Das Aussehen der Dollarnote ist seit der letzten Änderung 1935 unter Präsident Roosevelt gleich geblieben. Nur die Sicherheitsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. 5 Millionen Exemplare der Note werden Tag für Tag in Umlauf gebracht mit den Symbolen einer Geheimgesellschaft, die viele glauben. Dr. Robert Hieronymus hat sich intensiv mit den Darstellungen auf dem Dollarschein beschäftigt. Sein Spezialgebiet, der Gebrauch des Symbolismus in den Vereinigten Staaten. Hieronymus erklärt, dass das Design der Dollarnote im Wesentlichen auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, auf die Zeit von Benjamin Franklin und den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten. Sie haben den Geldschein mit Symbolen verziert, die Fragen aufwerfen. Was bedeutet das auffällige Auge über der Pyramide? Oder die Sterne über dem Adler? Warum ausgerechnet 13 an der Zahl? Oder das ungewöhnlichste Detail, eine mit dem bloßen Auge kaum zu erkennende Eule, Zufall oder Geheimbotschaft? Benjamin Franklin war ein guter Lehrer. Er wollte dem Volk Wissen über die Nation vermitteln. Und er hatte die Idee, dass er dieses Wissen am einfachsten über die Währung weitergeben konnte. Jeder nahm Geldscheine in die Hand und betrachtete sie. Und die Menschen kannten damals Symbole. Löst sich das Rätsel um die Gestaltung der Dollarnote so einfach auf? Denn was genau sollten die Zeitgenossen aus den Zeichen lesen? Fest steht, dass die Symbole auf dem Geldschein tatsächlich auch bei einer Geheimgesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Unzählige Abhandlungen sind bereits über die Bruderschaft geschrieben worden, die sich angeblich so prominent auf der Dollarnote verewigt hat. Ihre Markenzeichen: die Eule. Und der Name, der auch um 180 Grad gedreht, das heißt aus verschiedenen Blickwinkeln gelesen werden kann. Die Illuminaten.
Um kaum einen anderen Geheimbund ranken sich so viele Legenden wie um die Erleuchteten. Denn das bedeutet der Name. Sie wurden bereits vor 200 Jahren verboten. Auch von ihnen sind bizarre Aufnahmerituale überliefert. Ein neuer Bruder musste 13 Ränge durchlaufen, bevor er in die größten Geheimnisse eingeweiht wurde. Und wie die Mitglieder des Skull and Bones waren auch die Illuminaten zum Schweigen verpflichtet. Die Brüder sollten sich gegenseitig bespitzeln, um etwaige Verräter schnellstmöglich zu enttarnen. Wie die meisten anderen Geheimbünde waren auch die Erleuchteten streng gegliedert und ähnelten im Aufbau einer Kaderpartei. Die Illuminaten, die Erleuchteten, regen schon seit vielen Jahren die Fantasie der Menschen an. Seit Jahrzehnten geistern sie durch populäre Literatur, Film und andere Medien. Und es gibt einige wenige Menschen, die sogar glauben, dass die Illuminaten bis heute existent sind und gewissermaßen aus dem Geheimen die Politik und Wirtschaft und verschiedene andere Dinge bestimmen und lenken. Der Mythos von der Weltregierung der Illuminaten nahm 1776 im beschaulichen Ingolstadt seinen Anfang. Während Amerika seine Unabhängigkeit proklamiert, ist man in Europa noch ganz der absolutistischen Herrschaft unterworfen. Doch auch hier beginnt es zu gären. An der Universität lehrt Adam Weishaupt Kirchenrecht und Philosophie. Eingeengt von einem Kollegium voller Jesuiten träumt der Professor von einer besseren Welt. Erreichen möchte er sie nicht mit Gewalt, wie es wenige Jahre später in Frankreich geschieht. Ganz im Gegenteil, Weishaupt fürchtet die unkontrollierbare Macht des Volkes. Der Professor will die Herrschaft der Besten. Dabei geht es ihm nicht um den Sturz der Regierung, sondern um deren Lenkung durch eine Gruppe fähiger und moralisch tadelloser Geister. Um dieses Ziel zu erreichen, gründet er mit handverlesenen Studenten am 1. Mai 1776 den Bund, der als Illuminatenorden in die Geschichte eingeht. Das sind unsere Ziele. Keiner ahnt damals, wie schnell sich seine Ideen verbreiten werden. Wie soll das funktionieren, Herr Professor? Mit Waffengewalt? Keine Revolution. Gewalt macht nichts besser. Dem Bösen die Hände binden, regieren ohne zu beherrschen. Darauf kommt es an. Aber das ist doch unmöglich. Keinesfalls. Man muss um die Mächtigen der Erde hier eine Legion von Männern versammeln, die unermüdlich sind, für den großen Plan, die Menschheit zu leiten. Geheimbünde waren auch ein Sammelbecken für Feuerköpfe, für Revolutionäre, für Menschen, die also mit sehr ungewöhnlichen Ideen schwanger gingen. Und das in einer Bruderschaft, in einem Rahmen aussprechen zu können, ohne Verfolgung erleiden zu müssen, auch zu diskutieren, auch zu erproben, vielleicht im Kleinen. Das war ein großes Motiv, in Geheimbünde zu gehen. Geheime Gesellschaften haben in Deutschland des 18. Jahrhunderts Hochkonjunktur. In der Zeit der Aufklärung suchen die Menschen nach Halt. Geschickt unterwandert Adam Weishaupt bereits bestehende Freimaurerlogen und wirbt gezielt Mitglieder ab. Vor allem Akademiker schließen sich nur allzu gern dem neuen Orden an. Darunter auch Deutschlands Dichter Fürst Johann Wolfgang von Goethe, der einflussreiche Philosoph Gottfried Herder und nicht zuletzt der große Pädagoge Heinrich Pestalozzi. Sie alle bringen ihre Idee bei den Illuminaten ein. Anders als die Freimaurer macht Weishaupt gezielt Politik. Keine Regierung ist ohne Mängel. Bei den meisten Zeitgenossen rennt er offene Türen ein, zumal die Absichten der Bruderschaft durchaus ehrenwert erscheinen.
Das Ziel ist es, den Staat auf einen höheren Grad der Reinheit und Vollkommenheit zu bringen. Über mangelnden Erfolg kann sich Weißhaupt nicht beklagen. Auch in Gotha macht der neue Geheimbund Furore. Hier schließt sich sogar der Hausherr von Schloss Friedenstein, Herzog Ernst II., den Illuminaten an. Der Herzog hat Dokumente hinterlassen, die tiefere Einblicke in das Innenleben des Ordens erlauben. Hermann Schüttler beschäftigt sich seit Jahren mit den Schriften der Illuminaten. Aus ihnen geht klar hervor, dass Weißhaupt ein nahezu lückenloses System der gegenseitigen Überwachung entwarf. Monatliche Berichte aller Mitglieder dienten nicht nur dazu, über den eigenen Fortschritt zu berichten, sondern auch über den der anderen. Auf seinem Weg zu einer besseren Regierung wollte Weißhaupt nichts dem Zufall überlassen. Wenn man Veränderungen in der Gesellschaft, in der Kirche, im Staat erstrebt, dann geht das nur mit einem längerfristigen Projekt. Und dazu wollte er Leute erziehen. Es war also ein Erziehungsprojekt von Anfang an. Und das dauert, er selber hat mal gesagt, es kann möglicherweise 200 Jahre dauern, bis wir zum Erfolg kommen, also bis die Aufklärung in Anführungszeichen siegt. Sein Ziel? Die alte und nie erreichte Utopie, dass die größten Geister der Welt regieren sollen. Nach dem Vorbild der Athener. Mit Vernunft und Rationalität als oberster Regierungsmaxime. Und auch das Erkennungsmal stammt aus dem alten Athen. Die Eule als Symbol der Weisheit. Wir werden den perfekten Staat erschaffen. Die Illuminaten waren wohl sehr strikt und sehr auf Hierarchie bedacht, was auch viele abgeschreckt hat. Friedrich Schiller zum Beispiel hat sich geweigert, den Illuminaten beizutreten, obwohl Freunde von ihm Mitglieder waren. Also das hat auch manchmal eine sehr abschreckende Wirkung. Und jemand vom Status eines Dichterfürsten, der wird sich eben nicht einem mittelmäßigen Illuminaten unterwerfen. Und das ist eben auch die Grenze von solchen Geheimbünden. Das Ende des Ordens erfolgt durch höhere Gewalt. So jedenfalls wurde es später erzählt. Belastendes Beweismaterial inklusive einer Mitgliederliste sei im Mantel eines vom Blitz erschlagenen Kuriers der Illuminaten entdeckt worden. Der Professor verliert seine Stelle an der Universität und fürchtet um sein Leben. Ihm bleibt nur die Flucht. Nur 10 Jahre nach der Gründung des Ordens werden die Illuminaten verboten. Doch während Weißhaupt in Bayern das Gefängnis droht, haben seine Ideen in der neuen Welt bereits Anklang gefunden. Verschwörungstheoretiker behaupten, er habe Kontakt zu den berühmten Freimaurern Benjamin Franklin und Thomas Jefferson aufgenommen, um die Möglichkeit einer Illuminatenkolonie in Amerika auszuloten. Nachbesprechung? Nur eine von Verschwörungstheoretikern gestrickte Legende. Tatsächlich gab es im Jahr 1780 einen Briefwechsel zwischen Vertretern der USA und einigen führenden Illuminaten bezüglich einer möglichen Kolonie. Auch dem Geheimbund erschien Amerika als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Ort, an dem sie ihre Ideen frei verwirklichen konnten. Doch fehlt in den Dokumenten jeglicher Hinweis auf eine Reise Weißhaupts in die USA oder gar der Schaffung einer Parallelregierung durch den Illuminatenbund. Bleiben die merkwürdigen Symbole auf dem Dollarschein. Wenn sie nicht auf die Illuminaten verweisen, was bedeuten sie dann? Sie
1776 wurden zwar die Illuminaten gegründet, doch im selben Jahr erklärten die USA auch ihre Unabhängigkeit. Das allsehende Auge über der Pyramide steht für den göttlichen Schöpfer, der das Wohl der Vereinigten Staaten sichern soll. Novus Ordo Seclorum, die neue Ordnung der Zeiten, spielt auf die neu erworbene Unabhängigkeit an. Und die Zahl 13 erklärt sich aus den ursprünglich 13 Gründungsstaaten der USA. So die offizielle Lesart. Ich glaube nicht, dass Geheimgesellschaften die Macht oder das Interesse haben, ein Land aus dem Verborgenen zu führen. Da gibt es andere Organisationen, die das eher können. Riesige Konzerne mit Multimilliardenvermögen. Ob Konzerne, Banken, die CIA oder eben eine verschworene Bruderschaft. Spekulationen darüber, wer die USA tatsächlich lenkt, werden wahrscheinlich nie verstummen. Zu verlockend ist der Gedanke, dass allem ein geheimer Masterplan wie der Illuminaten zugrunde liegt. Bis heute versprechen diskrete Gesellschaften, ihren Mitgliedern exklusive Einblicke zu verleihen. So auch der Orden der Rosenkreuzer. Anfang des 17. Jahrhunderts macht die Bruderschaft von sich reden, weil sie mit Hilfe der Alchemie die Lösung der größten Menschheitsprobleme verspricht. Dabei geht es nicht nur um unbegrenzte finanzielle Mittel durch die praktische Umwandlung eines unedlen Materials in Gold, sondern auch um die Erlösung der Menschen vom Tod. Der mysteriöse Orden geht angeblich auf einen Mann namens Christian Rosenkreuz zurück, dessen Geschichte im Buch Fama Fraternitatis nachzulesen ist. Der Legende nach soll Rosenkreuz bei seinen Reisen im Orient in uralte Mysterien eingeweiht worden sein, die es möglich machen, den Tod zu überwinden. Diesen Christian Rosenkreuz hat es natürlich in Wahrheit nie gegeben, aber seine Figur ist geschickt gewählt, denn sie verkörpert in idealer Weise die Ideale und Ziele des Rosenkreuzerordens. Und für jedes Mitglied ist sozusagen die Figur des Christian Rosenkreuz eine Art Ansporn auf dem Weg zur Erkenntnis. Und insofern ist die Figur sicher sehr gut geeignet gewesen, Leute zu motivieren, sich den Rosenkreuzern anzuschließen. Damals trifft der Geheimbund den Nerv der Zeit. Das Christentum ist durch die Reformation gespalten. In dieser anscheinend immer dunkler werdenden Welt versprechen die Rosenkreuzer neues Licht. Geschickt verbinden sie die alten christlichen Traditionen mit ihren alchemistischen Theorien. Brüder, Jesus bedeutet mir alles. Freiheit des Evangeliums. Die Herrlichkeit Gottes. Meine Brüder, lasst uns beginnen. Die Alchemisten haben versucht, diese magische Welt in die neue Welt hineinzuretten, auch in Geheimbünden. Sie hielten an diesem Glauben fest, dass es ein geheimes Wissen gäbe, dass es die fünfte Materie gibt, die Quintessenz, also den Stein der Weisen. All diese Begriffe kommen aus dieser Zeit, in der die Alchemisten aktiv waren. Die Lehren der Rosenkreuzer verbreiten sich in ganz Europa. Selbst an der altehrwürdigen Universität Cambridge schenkt man ihnen Gehör. Hier arbeitet Sir Isaac Newton an seiner neuen Theorie über die Brechung des Lichts. Mit seinen Untersuchungen auf dem Gebiet der Optik und Mechanik geht er als einer der Väter der modernen Naturwissenschaft in die Geschichte ein. Doch der geniale Gelehrte führt ein Doppelleben. Während er tagsüber als Wissenschaftler arbeitet, widmet er die Nächte der Alchemie.
Er ist auf der Suche nach der magischen Substanz des göttlichen Geistes, die es ermöglicht, Leben zu erschaffen. Wie bei all seinen Experimenten führt er auch hier gewissenhaft Protokoll. Seitdem sind mehr als 300 Jahre vergangen. Der Nachlass des genialen Gelehrten wurde in alle Welt verstreut. Nur ein kleiner Teil liegt in der Royal Society, deren Präsident Newton selbst einst war. Marian Füssel hofft hier mehr über die Verbindung Newtons zur Welt der Rosenkreuzer zu erfahren. Was heute kaum noch jemand weiß, der Naturwissenschaftler hat sich auch intensiv mit den Prophezeiungen der Bibel befasst. Für Newton war es kein Widerspruch, zugleich über die Schwerkraft, das Licht, den Geist Gottes oder die Alchemie zu forschen. Er wollte zum Kern des Wissens vordringen und die Rätsel der Welt verstehen. Wir kennen Newton als herausragenden Wissenschaftler, berühmt für seine physikalischen Forschungen. Daher sind wir natürlich fasziniert, wenn wir nun diese anderen Manuskripte sehen. Hier erfahren wir nicht so viel über Wissenschaft, aber einiges über Newton selbst. Ob Newton selbst ein Rosenkreuzer war, ist bis heute umstritten. Die Forschung geht jedoch davon aus, dass er zumindest Kenntnis von deren Glaubenswelt und Schriften hatte. Welchen Stellenwert die Alchemie in seinem eigenen Leben tatsächlich einnahm, wird erst bei der Durchsicht der Manuskripte deutlich. Tausende von Seiten hat er bei der Suche nach dem Lapis Philosophicus, dem Stein der Weisen, mit seinen Beobachtungen gefüllt. Am Ende musste er sich selbst ein Verzeichnis anlegen, um sich überhaupt noch in seinen Papieren zurechtzufinden. Es ist allgemein faszinierend, dass jemand, der als Inbegriff der wissenschaftlichen Revolution und der frühen Aufklärung gilt, sich so stark für Alchemie und okkulte Wissenschaften interessiert hat wie Isaac Newton. Insgesamt scheint Newton mehr Manuskripte, die dem Bereich der Alchemie und sozusagen der verborgenen Künste zuzurechnen sind, hinterlassen zu haben, als seine eigentlichen mathematischen und physikalischen Schriften. Die Alchemie hat heute nur noch historische Bedeutung. Doch ihre einstigen Verfechter, die gibt es noch immer. Mitte des 18. Jahrhunderts wird der Orden der Gold- und Rosenkreuzer gegründet, der seinen Hauptsitz unter Kaiser Joseph II. In Wien fand. Inzwischen präsentiert sich der Orden in der österreichischen Hauptstadt wieder in einem neuen Gewand. Elias Rubenstein pflegt als Großmeister des alten Ordens der Rosenkreuzer die uralten Traditionen. Für ihn gehört das Wissen, das sein Geheimbund bewahrt, zum Erbe der Menschheit. Wie schon zu Newtons Zeiten versprechen die Rosenkreuzer Antworten auf die grundlegenden Fragen des Lebens. Und wie damals finden ihre mystischen Zeremonien auch heute wieder großen Anklang. Es werde Licht und es ward Licht. Gerechtigkeit sollst du verfolgen. Die Ziele der Rosenkreuzer sind sehr einfach. Wir arbeiten für die Freiheit der Menschheit und so gesehen ist die Lehre der Rosenkreuzer für jeden Menschen gedacht. Also es ist nicht nur für eine elitäre Schicht, sondern die Grundthemen, mit denen wir arbeiten, sind für die Menschheit. Wer mehr darüber erfahren will, was sich genau hinter der Freiheit der Menschheit verbirgt, muss Mitglied des Geheimbundes werden.
Denn auch die Rosenkreuzer halten sich an die Schweigepflicht. Das geheime Wissen dürfen nur Eingeweihte teilen. Doch die Geheimhaltung ist ein zweischneidiges Schwert. Charismatische Führer können sie leicht für ihre eigenen Zwecke nutzen. Die Geheimhaltung und das Mysteriöse, das viele Geheimgesellschaften umgibt, eignet sich natürlich auch sehr gut zur Manipulation der Mitglieder. Und gerade sozusagen für Sektenführer ist es ein geeignetes Mittel, sich im Inneren sozusagen noch mehr Macht zu verschaffen und die Mitglieder zu allen möglichen Dingen zu verführen, die sie vielleicht gar nicht wollen. Insofern ist die Geheimhaltung immer auch eine ambivalente Geschichte. Sie schützt natürlich die Gesellschaft nach außen, aber sie kann auch Missbrauch im Inneren ermöglichen. In den 90er Jahren machen spektakuläre Massenselbstmorde in Kanada, Frankreich und der Schweiz Schlagzeilen. Dabei sterben mehr als 70 Menschen. Die Opfer sind vor allem Sonnentempler, die in ihrem Abschiedsbrief schreiben: Wir werden wiederkehren, denn das Rosenkreuz ist unsterblich. Es ist genau dieses Versprechen der Unsterblichkeit, das die Menschen in den Bann der Geheimbünde zieht. Und kein Land verkörpert diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit besser als das alte Ägypten. Bis heute berufen sich zahllose Bruderschaften auf die antiken Mysterien vom Nil. Vor allem auf den Kult der Isis. Sie galt den Ägyptern als Göttin der Liebe und gleichzeitig als große Zauberin. Der Sage nach fügt Isis die Glieder ihres Gemahls Osiris, der von seinem Bruder zerstückelt wurde, wieder zusammen. Mit ihren magischen Kräften belebt sie ihn neu, sodass er mit ihr sogar einen Sohn zeugt. Als die Römer Ägypten erobern, sehen sie in Isis eine Art Superfrau. Für die Soldaten ist die zaubermächtige Göttin eine ideale Schutzpatronin. Durch die Heere des Kaisers verbreitet sich ihr Kult von Ägypten aus bis in das weit entfernte Germanien. Selbst in Rom macht der geheimnisvolle Ägypten-Import Furore. Mitten in der Hauptstadt errichten die Isis-Anhänger ihren Tempel. Hier fühlen sich besonders Frauen durch die Rituale der ägyptischen Religion angezogen. Der Isis-Kult spricht alle Sinne an. Den Anfang der Weihe bildet eine rituelle Reinigung. Erst danach kann die symbolische Reise, die von der Totenwelt bis in den Himmel führt, angetreten werden. Als wiedergeborenes Wesen kehrt der Novize auf die Erde zurück. Doch von dem einst so prächtigen Tempel ist im heutigen Rom so gut wie nichts mehr zu sehen. Der Archäologe Andreas Hensen ist mit den wenigen Relikten vertraut. Mitten in der Altstadt hat ein Fuß aus Marmor die Zeit überdauert. Er ist wahrscheinlich Teil der gigantischen Kultstatue, die einst im nahegelegenen Tempel der Isis stand. Der Isis-Kult bediente offensichtlich ein wichtiges Bedürfnis. Das heißt die Frage danach, was passiert mit der Seele nach dem Tod oder wie bereite ich die Seele optimal auf das Jenseits vor. Zum anderen faszinierte ganz einfach diese reiche Bildersprache, diese Symbole, die man letztlich nie richtig verstand. Das Exotische, das Fremdartige dieser Kultur, das da herüber wehte. Und da muss man sagen, da ging es den Römern nicht anders als den modernen Menschen heute. Doch es ist nicht nur die Faszination des Fremdartigen, das die Römer zu den antiken Mysterienkulten zieht. Es ist vielmehr das Versprechen einer Antwort auf die größte aller Fragen. Was geschieht mit dem Menschen nach dem Tod?
Nicht umsonst stehen Auferstehung und Wiedergeburt im Zentrum der geheimen Rituale. Die antiken Mysterienkulte sind immer wieder zum Bezugspunkt von späteren Geheimbünden und Geheimgesellschaften geworden, etwa den Freimaurern, aber auch den Illuminaten, die immer wieder versucht haben, ihre eigene Geschichte bis in die antike Tradition zu verlängern. Das war offensichtlich für die Leute ein wichtiger Legitimationspunkt ihrer eigenen Geschichte. Also wenn man sich auf antike Vorbilder bzw. auf antike Traditionen beziehen konnte, dann stärkte das gewissermaßen die Würde und das Ansehen des eigenen Projekts in der Gegenwart. Im alten Rom führt die Verehrung eines neuen Gottes zum Ende des frühen Geheimbundes. Im Jahre 354 werden alle heidnischen Kulte verboten. Von nun an soll das Christentum der einzige Heilbringer sein. Doch zumindest das Bild der Isis, die ihren Sohn Horus schützend auf dem Schoß hält, lebt in der neuen Religion weiter. Die Stelle der alten Göttin nimmt fortan die Jungfrau Maria ein. Ihr Sohn steht jetzt für das Versprechen der Überwindung des Todes. Denn Gott verheißt allen, die an ihn glauben, das ewige Leben. Und dennoch haben sich seitdem immer wieder neue Geheimbünde gebildet. Der Wunsch, mehr zu wissen über das Geheimnis des Lebens, treibt Menschen zu allen Zeiten um. Und die geheimen Gesellschaften versprechen noch immer Antworten auf die dringlichsten Fragen. Doch diese Antworten kennen allein die Eingeweihten. In der Bibliothek der Universität werden die Unterlagen aus den Gründungsjahren der Skull and Bones aufbewahrt. Die Dokumente sind frei zugänglich. Sie enthalten sogar unzählige Fotografien. Auf ihnen entfaltet sich eine Welt voll sonderbarer Bräuche und Rituale. Sie alle gehen auf den Gründer des Geheimbundes zurück, einen Mann namens William Huntington Russell. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Russell ein Studienjahr in Deutschland verbrachte. Nach seiner Rückkehr im Jahre 1832 gründete er die Skull and Bones. Manche behaupten, die Zahl 322 im Logo nehme auf das Jahr 1832 Bezug. Andere erklären es als eine Erinnerung an den griechischen Redner Demosthenes, der im Jahr 322 starb. Was davon stimmt oder ob es sich lediglich um eine sogenannte Logennummer handelt, kann auch Alexandra Robbins nicht sagen. Die Ausgestaltung der Gruft, wie das Hauptquartier des Geheimbundes genannt wird, macht jedoch deutlich, dass der Tod bei den Bonesmen eine wichtige Rolle spielt. In dem Gebäude reihen sich Skelette und Schädel aneinander. Es ist wie eine Todessehnsucht. Der Grund dafür steht in der Gruft geschrieben. Momento mori, denke daran, dass du sterben musst. Die Bonesmen tun so, als seien sie etwas Besseres als die anderen. In den vergangenen Jahrzehnten haben es viele aus der Gruft in die höchsten Ränge von Politik und Gesellschaft geschafft. Skull and Bones ist ein Netzwerk der Macht, zu dem auch George W. Bush und sein Vater George Herbert gehören. Als 2004 John Kerry gegen Bush Jr. kandidiert, kämpfen gleich zwei Bonesmen um das Amt des mächtigsten Mannes der Welt und verraten nichts über den geheimen Bund. Not much, because it's a secret. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it.
Nur wenig ist bisher an die Öffentlichkeit gedrungen. So gehen die Uhren in der Gruft alle um 5 Minuten vor und angeblich werden sowohl der Schädel des berühmten Indianerhäuptlings Geronimo als auch Teile des Essbestecks von Adolf Hitler in ihr aufbewahrt. Im Hollywood-Film Der gute Hirte geht es um die engen Verflechtungen zwischen dem amerikanischen Geheimdienst und der studentischen Bruderschaft. Das hier gezeigte Aufnahmeritual soll genau dem bei Skull and Bones entsprechen. Es dient dazu, das neue Mitglied unverbrüchlich an den Orden zu binden. Der Neuling, gespielt von Matt Damon, muss seine intimsten Geheimnisse mit den Bonesmen teilen. Es war kein Unfall. Mein Vater hat sich umgebracht. Anders als bei der kirchlichen Beichte wird jedes Detail dokumentiert. Durchaus pikant, wenn es dabei um die Geheimnisse von Männern geht, die später höchste Positionen einnehmen. Die Protokolle sind das geheime Rückgrat der Bruderschaft. Durch die Offenbarung von sehr viel persönlichen Geheimnissen, persönlichen Schwächen vielleicht auch, übt natürlich dieser Bund Macht über die Mitglieder aus. Also sie wissen etwas, ist tatsächlich dann ein Geheimwissen in dieser Gruppe, mit dem sie etwa einem, der ausscheiden will oder im Zorn geht, schaden könnten. Wer sich hingegen an die Regeln hält, kommt voran. Die Präsidenten William Howard Taft und George W. Bush, Außenminister John Kerry, Präsident George Herbert Walker Bush sowie die Wirtschaftsmagnaten Henry John Heinz und Percy Rockefeller. Sie alle begannen ihre Karriere in der Gruft. Aber Skull and Bones ist bei weitem nicht die einzige Geheimgesellschaft, der zugetraut wird, die Geschicke der USA zu lenken. Das Zentrum der stärksten Militärmacht der Welt provoziert Spekulationen über geheime Strippenzieher wie kein anderer Ort. Marion Füssen. Sie sind extrem verschwiegen und agieren im Verborgenen. Angeblich verfügen sie über uraltes Wissen, das sie in mysteriösen Ritualen weitergeben. Geheimbünde. Seit Jahrtausenden gibt es die diskreten Gesellschaften. Ihre Mitglieder sind mitten unter uns. Überall. Ihr Einfluss reicht bis in die höchsten Sphären der Macht. Kaum ein Ereignis, bei dem sie nicht ihre Finger im Spiel gehabt haben sollen. Zahllose Verschwörungstheorien ranken sich um diese geheimen Bünde. Was aber daran ist wahr? Und was ist reine Fiktion, erschaffen von Erfolgsautoren wie Dan Brown? Wer mehr über die dunkle Parallelwelt der geheimen Bruderschaften erfahren will, braucht gute Verbündete. Professor Marian Füssel folgt den Spuren der einflussreichsten und verschwiegensten Bruderschaften rund um den Globus. An seiner Seite Dr. Hermann Schüttler aus Gotha, sein Fachgebiet, die legendären Illuminaten. Und Dr. Andreas Hensen, Archäologe an der Universität Heidelberg, mit besonderem Interesse an antiken Mysterien. Eine Elite-Universität an der Ostküste Amerikas. Jedes Jahr im April findet hier ein merkwürdiges Ritual statt. Tap Night. Die Nacht der Auslese. Für 15 Studenten wird sich das Leben grundlegend ändern. Neophyt! Der Ausgang dieser Nacht ist entscheidend für seine Zukunft. New Haven im Bundesstaat Connecticut, Heimat der altehrwürdigen Yale-Universität.
Wer hier studiert, gehört bereits zur Elite des Landes. Und wie an vielen amerikanischen Universitäten gibt es auch hier studentische Geheimbünde. Marion Füssel ist dem wohl berühmtesten auf der Spur. Seit der Gründung im Jahre 1832 haben die Skull and Bones, der Schädel- und Knochenclub, die Aura des Geheimnisvollen perfekt bewahrt. Das ist sicher eine der zentralen Fragen. Wie schafft es diese Gruppierung, so wenig preiszugeben? Gerade heute in einer Mediengesellschaft, wo viele Leute sehr mitteilsam sind, ist es auffällig, dass man über ihre tatsächlichen Praktiken, ihre Rituale, auch ihre Mitgliedschaften heute wenig weiß. Das ist insgesamt ungewöhnlich und reizt natürlich zu Nachfragen. Das Wenige, was bisher durchgesickert ist, lässt vermuten, dass es bei dem Aufnahmeritual auch um Einschüchterung geht. Die Neophyten oder Neuerwählten müssen strikt gehorchen. Tritt morgen Abend zur vereinbarten Zeit unten aus dem Harkness Tower und geh auf der High Street nach Süden. Du darfst weder Metall, noch Schwefel, noch Glas am Körper tragen. Nimm das rechte Buch in deine linke Hand und klopfe dreimal ans heilige Tor. Behalte gut, was du hier gehört hast, aber schweige still. Es ist eine schwerwiegende Entscheidung, denn ein Bonesman, wie sich die Mitglieder des geheimnisvollen Ordens selbst nennen, bleibt man für sein ganzes Leben. Nur wenige haben versucht, hinter die Geheimnisse des düsteren Clubs zu kommen und haben sich dabei unter den Mitgliedern keine Freunde gemacht. Alexander Robbins hat selbst in Yale studiert. Die Skull and Bones waren während ihres Studiums allgegenwärtig, doch bei den Recherchen für ihr Buch stieß sie schnell an Grenzen. Ich habe mit mehr als 150 Mitgliedern gesprochen, aber mehr als doppelt so viele haben mich angeschrien, belästigt oder einfach aufgelegt. Sie wollen einfach nicht darüber sprechen, was im Inneren des Ordens geschieht. Einige haben mir sogar gedroht. Das hat mir zwar Angst gemacht, andererseits hat es mich weiter angespornt, herauszufinden, was es an dieser Organisation so zu schützen gilt. Tatsächlich agiert der Bund heute noch mehr im Verborgenen als in der Vergangenheit. Und gewissermaßen aus dem Geheimen, die Politik und Wirtschaft und verschiedene andere Dinge bestimmen und lenken. Der Mythos von der Weltregierung der Illuminaten nahm 1776 im beschaulichen Ingolstadt seinen Anfang. Während Amerika seine Unabhängigkeit proklamiert, ist man in Europa noch ganz der absolutistischen Herrschaft unterworfen. Doch auch hier beginnt es zu gären. An der Universität lehrt Adam Weishaupt Kirchenrecht und Philosophie. Eingeengt von einem Kollegium voller Jesuiten träumt der Professor von einer besseren Welt. Erreichen möchte er sie nicht mit Gewalt, wie es wenige Jahre später in Frankreich geschieht. Ganz im Gegenteil, Weishaupt fürchtet die unkontrollierbare Macht des Volkes. Der Professor will die Herrschaft der Besten. Dabei geht es ihm nicht um den Sturz der Regierung, sondern um deren Lenkung durch eine Gruppe fähiger und moralisch tadelloser Geister. Um dieses Ziel zu erreichen, gründet er mit handverlesenen Studenten am 1. Mai 1776 den Bund, der als Illuminatenorden in die Geschichte eingeht. Das sind unsere Ziele. Keiner ahnt damals, wie schnell sich seine Ideen verbreiten werden. Wie soll das funktionieren, Herr Professor? Mit Waffengewalt? Keine Revolution. Gewalt macht nichts besser. Dem Bösen die Hände binden, regieren ohne zu beherrschen. Darauf kommt es an. Aber das ist doch unmöglich. Keinesfalls. Man muss um die Mächtigen der Erde hier eine Legion von Männern versammeln, die unermüdlich sind, für den großen Plan, die Menschheit zu leiten.
Geheimbünde waren auch ein Sammelbecken für Feuerköpfe, für Revolutionäre, für Menschen, die also mit sehr ungewöhnlichen Ideen schwanger gingen. Und das in einer Bruderschaft, in einem Rahmen aussprechen zu können, ohne Verfolgung erleiden zu müssen, auch zu diskutieren, auch zu erproben, vielleicht im Kleinen. Das war ein großes Motiv, in Geheimbünde zu gehen. Geheime Gesellschaften haben in Deutschland des 18. Jahrhunderts Hochkonjunktur. In der Zeit der Aufklärung suchen die Menschen nach Halt. Geschickt unterwandert Adam Weishaupt bereits bestehende Freimaurerlogen und wirbt gezielt Mitglieder ab. Vor allem Akademiker schließen sich nur allzu gern dem neuen Orden an. Darunter auch Deutschlands Dichter Fürst Johann Wolfgang von Goethe, der einflussreiche Philosoph Gottfried Herder und nicht zuletzt der große Pädagoge Heinrich Pestalozzi. Sie alle bringen ihre Idee bei den Illuminaten ein. Anders als die Freimaurer macht Weishaupt gezielt Politik. Keine Regierung ist ohne Mängel. Bei den meisten Zeitgenossen rennt er offene Türen ein, zumal die Absichten der Bruderschaft durchaus ehrenwert erscheinen. Das Ziel ist es, den Staat auf einen höheren Grad der Reinheit und Vollkommenheit zu bringen. Über mangelnden Erfolg kann sich Weishaupt nicht beklagen. Auch in Gotha macht der neue Geheimbund Furore. Hier schließt sich sogar der Hausherr von Schloss Friedenstein, Herzog Ernst II., den Illuminaten an. Der Herzog hat Dokumente hinterlassen, die tiefere Einblicke in das Innenleben des Ordens erlauben. Hermann Schüttler beschäftigt sich seit Jahren mit den Schriften der Illuminaten. Aus ihnen geht klar hervor, dass Weishaupt ein nahezu lückenloses System der gegenseitigen Überwachung entwarf. Monatliche Berichte aller Mitglieder dienten nicht nur dazu, über den eigenen Fortschritt zu berichten, sondern auch über den der anderen. Auf seinem Weg zu einer besseren Regierung wollte Weishaupt nichts dem Zufall überlassen. Wenn man Veränderungen in der Gesellschaft, in der Kirche, im Staat erstrebt, dann geht das nur mit einem längerfristigen Projekt. Und dazu wollte er Leute erziehen. Es war also ein Erziehungsprojekt. Er ist nach Washington gereist, um einem hartnäckigen Gerücht nachzugehen. Angeblich soll schon bei der Gründung der Vereinigten Staaten ein Geheimbund die Finger im Spiel gehabt haben. Steht die größte Militärmacht der Welt unter der Kuratelle einer verschworenen Gemeinschaft, wie in vielen Internetforen spekuliert wird? Ein Indiz finden Verschwörungstheoretiker im Staatssiegel der USA. Es zeigt rätselhafte Symbole. Der Wahlspruch lautet Novus Ordo Seclorum, übersetzt Neue Ordnung der Zeiten. Und so steht es heute auf jedem einzelnen Ein-Dollar-Schein. Millionenfach werden die Noten täglich in die Hand genommen, aber kaum jemand weiß, für was all die geheimnisvollen Zeichen eigentlich stehen. Seit seiner Gründung im Jahre 1862 ist das Bureau of Engraving and Printing für das Design der amerikanischen Währung verantwortlich. Das Aussehen der Dollarnote ist seit der letzten Änderung 1935 unter Präsident Roosevelt gleich geblieben. Nur die Sicherheitsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. 5 Millionen Exemplare der Note werden Tag für Tag in Umlauf gebracht, mit den Symbolen einer Geheimgesellschaft, die viele glauben. Dr. Robert Hieronymus hat sich intensiv mit den Darstellungen auf dem Dollarschein beschäftigt. Sein Spezialgebiet, der Gebrauch des Symbolismus in den Vereinigten Staaten.
Hieronymus erklärt, dass das Design der Dollarnote im Wesentlichen auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, auf die Zeit von Benjamin Franklin und den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten. Sie haben den Geldschein mit Symbolen verziert, die Fragen aufwerfen. Was bedeutet das auffällige Auge über der Pyramide? Oder die Sterne über dem Adler? Warum ausgerechnet 13 an der Zahl? Oder das ungewöhnlichste Detail, eine mit dem bloßen Auge kaum zu erkennende Eule, Zufall oder Geheimbotschaft? Benjamin Franklin war ein guter Lehrer. Er wollte dem Volk Wissen über die Nation vermitteln. Und er hatte die Idee, dass er dieses Wissen am einfachsten über die Währung weitergeben konnte. Jeder nahm Geldscheine in die Hand und betrachtete sie. Und die Menschen kannten damals Symbole. Löst sich das Rätsel um die Gestaltung der Dollarnote so einfach auf? Denn was genau sollten die Zeitgenossen aus den Zeichen lesen? Fest steht, dass die Symbole auf dem Geldschein tatsächlich auch bei einer Geheimgesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Unzählige Abhandlungen sind bereits über die Bruderschaft geschrieben worden, die sich angeblich so prominent auf der Dollarnote verewigt hat. Ihre Markenzeichen: die Eule. Und der Name, der auch um 180 Grad gedreht, das heißt aus verschiedenen Blickwinkeln gelesen werden kann. Die Illuminaten. Um kaum einen anderen Geheimbund ranken sich so viele Legenden wie um die Erleuchteten. Denn das bedeutet der Name. Sie wurden bereits vor 200 Jahren verboten. Auch von ihnen sind bizarre Aufnahmerituale überliefert. Ein neuer Bruder musste 13 Ränge durchlaufen, bevor er in die größten Geheimnisse eingeweiht wurde. Und wie die Mitglieder des Skull and Bones waren auch die Illuminaten zum Schweigen verpflichtet. Die Brüder sollten sich gegenseitig bespitzeln, um etwaige Verräter schnellstmöglich zu enttarnen. Wie die meisten anderen Geheimbünde waren auch die Erleuchteten streng gegliedert und ähnelten im Aufbau einer Kaderpartei. Die Illuminaten, die Erleuchteten, regen schon seit vielen Jahren die Fantasie der Menschen an. Seit Jahrzehnten geistern sie durch populäre Literatur, Film und andere Medien. Und es gibt einige wenige Menschen, die sogar glauben, dass die Illuminaten bis heute existent sind. Von Anfang an. Und das dauert, er selber hat mal gesagt, es kann möglicherweise 200 Jahre dauern, bis wir zum Erfolg kommen, also bis die Aufklärung in Anführungszeichen siegt. Sein Ziel? Die alte und nie erreichte Utopie, dass die größten Geister der Welt regieren sollen. Nach dem Vorbild der Athener. Mit Vernunft und Rationalität als oberster Regierungsmaxime. Und auch das Erkennungsmal stammt aus dem alten Athen. Die Eule als Symbol der Weisheit. Wir werden den perfekten Staat erschaffen. Die Illuminaten waren wohl sehr strikt und sehr auf Hierarchie bedacht, was auch viele abgeschreckt hat. Friedrich Schiller zum Beispiel hat sich geweigert, den Illuminaten beizutreten, obwohl Freunde von ihm Mitglieder waren. Also das hat auch manchmal eine sehr abschreckende Wirkung. Und jemand vom Status eines Dichterfürsten, der wird sich eben nicht einem mittelmäßigen Illuminaten unterwerfen. Und das ist eben auch die Grenze von solchen Geheimbünden. Das Ende des Ordens erfolgt durch höhere Gewalt. So jedenfalls wurde es später erzählt. Belastendes Beweismaterial inklusive einer Mitgliederliste sei im Mantel eines vom Blitz erschlagenen Kuriers der Illuminaten entdeckt worden. Der Professor verliert seine Stelle an der Universität und fürchtet um sein Leben.
Ihm bleibt nur die Flucht. Nur 10 Jahre nach der Gründung des Ordens werden die Illuminaten verboten. Doch während Weishaupt in Bayern das Gefängnis droht, haben seine Ideen in der neuen Welt bereits Anklang gefunden. Verschwörungstheoretiker behaupten, er habe Kontakt zu den berühmten Freimaurern Benjamin Franklin und Thomas Jefferson aufgenommen, um die Möglichkeit einer Illuminatenkolonie in Amerika auszuloten. Nachbesprechung? Ja, gut. Nur eine von Verschwörungstheoretikern gestrickte Legende. Tatsächlich gab es im Jahr 1780 einen Briefwechsel zwischen Vertretern der USA und einigen führenden Illuminaten bezüglich einer möglichen Kolonie. Auch dem Geheimbund erschien Amerika als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Ort, an dem sie ihre Ideen frei verwirklichen konnten. Doch fehlt in den Dokumenten jeglicher Hinweis auf eine Reise Weishaupts in die USA oder gar der Schaffung einer Parallelregierung durch den Illuminatenbund. Bleiben die merkwürdigen Symbole auf dem Dollarschein. Wenn sie nicht auf die Illuminaten verweisen, was bedeuten sie dann? ...1776 wurden zwar die Illuminaten gegründet, doch im selben Jahr erklärten die USA auch ihre Unabhängigkeit. Das allsehende Auge über der Pyramide steht für den göttlichen Schöpfer, der das Wohl der Vereinigten Staaten sichern soll. Novus Ordo Seclorum, die neue Ordnung der Zeiten, spielt auf die neu erworbene Unabhängigkeit an. Und die Zahl 13 erklärt sich aus den ursprünglich 13 Gründungsstaaten der USA. So die offizielle Lesart. Ich glaube nicht, dass Geheimgesellschaften die Macht oder das Interesse haben, ein Land aus dem Verborgenen zu führen. Da gibt es andere Organisationen, die das eher können. Riesige Konzerne mit Multimilliardenvermögen. Ob Konzerne, Banken, die CIA oder eben eine verschworene Bruderschaft. Spekulationen darüber, wer die USA tatsächlich lenkt, werden wahrscheinlich nie verstummen. Zu verlockend ist der Gedanke, dass allem ein geheimer Masterplan wie der der Illuminaten zugrunde liegt. Bis heute versprechen diskrete Gesellschaften, ihren Mitgliedern exklusive Einblicke zu verleihen. So auch der Orden der Rosenkreuzer. Anfang des 17. Jahrhunderts macht die Bruderschaft von sich reden, weil sie mit Hilfe der Alchemie die Lösung der größten Menschheitsprobleme verspricht.